Ulukai? Ulukai? Son ne nekar, son quarta! Hey, 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 geht das auch ein bisschen leiser? Mir platzt gleich der Schädel. Ulukai, bist du verletzt? Ich glaub schon, Doc, nur mein Gehör spielt leicht verrückt. Das verstehe ich nicht, Ulukai. Ulukai? Ist das ein hochgestochenes Wort für verdammte Scheiße? Was ist hochgestochen? Wer bist du? Wo sind die anderen? Ich bin Zokrün, der Anführer der Dolotai-Wächter. Welche andere meinst du? Andere? So wie ich? Wir haben nur dich gefunden, Ulukai. Da waren keine anderen. Großartig. Und jetzt? Jetzt? Jetzt helfen wir dir, die fünf Mons zu finden und Feran zu bekämpfen und seinen Kriegerführer Kroax. Dann werden alle auf Adelpha erlöst werden. Hoho, immer langsam, Häuptling. Ich störe ja nur ungern. Aber ich habe schon eine Welt zu retten. Ja, Ulukai. Und das ist Adelpha. Warum nennst du mich immer Ulukai? Mein Name ist Cutter Slate. Vor Hunderten von Monden sprach der Prophet Kassar von einem Auserwählten, dem Ulukai, der dieser Monde kommen würde, um Adelpha vor der Vernichtung durch Feran zu bewahren. Dazu muss er fünf Mons finden, fünf heilige Gegenstände, die überall in den Regionen von Adelpha verteilt sind und ihn erwarten. Klingt, als hättet ihr ein paar Probleme. Zokrim, war doch richtig, oder? Aber zuerst muss ich die anderen drei aus meinem Team und eine beschädigte Sonde finden. Das hat höchste Priorität. Wenn ich da noch Zeit haben sollte, werde ich euch unter die Arme greifen, okay? Wie willst du es denn anstellen, dein Team und die Sonde zu finden? Wo du gerade danach fragst, keine Ahnung. Dann sollten wir eine Vereinbarung schließen, Ulukai. Ich werde die anderen Dolotai-Wächter bitten, in ihren Regionen nach deinen Sachen zu suchen. Wenn sie etwas entdecken, geben sie mir Bescheid und ich informiere dich. Wie viele Männer seid ihr? Einst waren wir mehr als 1000. Jetzt sind wir nur noch knapp 100. Und mit jedem Mond werden es weniger. Wenn ich dir also helfe, die Mons zu finden, dann werden eure 100 Paar Augen und Ohren sich auf dieser Welt umsehen. Genau. Ich habe ja nicht viele Alternativen, aber wie wollt ihr wissen, wo ich bin? Wir werden es wissen, Ulukai. Viele Talaner werden erst an dich glauben, wenn sie von deinen guten Taten hören. Sie werden dich genau beobachten. In Ordnung. Also die Sonde ist so ein glitzerndes Ding aus Metall. Und ich muss sie zuerst finden. Suchst du das hier? Ein Rucksack. Wo hast du den denn her? Wir haben ihn und viele heilige Gegenstände der Jods dort gefunden, wo du eingetroffen bist, Ulukai. Nein, die Sonde ist viel größer. Der Rest der Ausrüstung ist auch noch dort. Nein, Ulukai. Wenn die Talaner heilige Gegenstände finden, nehmen sie sie meist an sich, um ein Stück der Jods zu haben. Es gibt ihnen Hoffnung, dass sie eines Mondes helfen werden. Die meisten Talaner werden diese Dinge nicht einfach so abgeben. Diese Mission ist ein Kinderspiel, Commander. Es ist ein simpler Rettungseinsatz. Was soll schon schief gehen? Fassen wir mal zusammen. Ich habe meine Crew verloren, kann die Sonde nicht finden. Meine Ausrüstung wird von ein paar Eingeborenen wie ein Rosenkranz angebetet. Und ich habe meinen Rucksack mit einer HKP-12 und 30 Magazinen. Diese Mission kommt irgendwie wohl gleich nach Fuba. Ich habe nichts von dem verstanden, Ulukai. Aber wenn du noch Dinge suchst, möchte ich dir das hier geben. Was ist das? Dieses Gamsaf soll das Phantasma eines Talaners beschützen. Wenn man es festdrückt in seinem Innern, erscheint dann ein Leuchten. Und wenig später verströmt es ein helles Licht. Man glaubt, das eigene Phantasma wird so auf das Gamsaf übertragen. Allerdings kannst du dich nicht bewegen, solange das Licht leuchtet. Okay, Auszeit, Häuptling, das ist zu viel. Ich muss erst mal einen klaren Kopf kriegen. Kann ich mich irgendwo einen Moment ausruhen? Natürlich, Ulukai. Unser Lager steht hier völlig offen. Du solltest dich mit meinem Sohn Jan unterhalten. Er kann dir helfen. Anschließend solltest du zu mir zurückkehren. Ich werde dann das Lauka öffnen, sodass du dich auf deine Reise begeben kannst.
Zugriff auf Lexikon Erfolg. Was ist ein Daoka? Daokas sind Reiseportale, die es schon seit Abertausenden von Monden auf ganz Adelpha gibt. Kein Talaner weiß, wer sie errichtet hat. Aber man kann damit schnellstmöglich in die Regionen reisen, in denen sie sich befinden. Damit uns nach deiner Rettung keine Krieger folgen konnten, haben wir unseres abgeschaltet. Was war nochmal mit den Mons, von denen du mir erzählt hast? Es heißt, du würdest nach Adelpha kommen und die 5 Mons wieder vereinen. Damit würde der Herrschaft des Feran ein Ende gesetzt und auf ganz Adelpha würde wieder Frieden einkehren. Und was genau ist ein Mon? Das weiß kein Talaner so genau. Kassar hat die Mons einst entdeckt. Nachdem er umgekehrt worden war, haben die Shamassi vor Ferans Kriegern versteckt. Um sie zu finden, musst du in jeder Region, in die du reist, den jeweiligen Shamas aufsuchen, Ulukai. Was ist ein Jod? Die Jods sind Mächte, die vom Himmel aus über uns wachen und uns Talanern unser Phantasma geben. Sie waren es, die dich zu uns gesandt haben. Das hoffen wir zumindest. Kannst du mir noch etwas mehr über die Dolotai-Wächter sagen? Alle Talaner, die das Fee-Phantasma besitzen, waren früher Dolotai-Wächter. Weil uns unser Phantasma kämpferische Fertigkeiten verleiht, wurden wir zu Jägern und zu Beschützern der Talaner. Und warum hat sich das geändert? Als Feran nach Shamasar kam, begann er, einige Fee-Talaner aufzuhetzen. Er sagte ihnen, dass die Fee stärker seien als andere Talaner und deshalb ihre Anführer sein sollten. Die meisten Fee hörten nicht auf ihn, aber ein paar weniger ehrenvolle Talaner ließen sich überzeugen. Warum habt ihr nicht versucht, ihn aufzuhalten? Viele von uns begannen, die Anhänger von Feran zu bekämpfen. Aber die Talaner müssen den Weg des Friedens gehen, sonst nimmt ihr Phantasma Schaden. So ging es viele tausend Monde lang. Kassar forderte uns auf, gewaltlos gegen sie vorzugehen, und wir haben ihm gehorcht. Aber Feran erkannte seinen Vorteil und kehrte viele von Kassars Anhängern um. Und wie sieht es jetzt aus? Mittlerweile sind nur noch wenige von uns übrig. Feran hat alles getan, um uns das Mitspracherecht auf Adelpha zu verweigern. Aber wir kämpfen auf unsere Art weiter. Viele Talaner wollen, dass wir siegen, aber die meisten haben Angst, es offen zuzugeben. Was kannst du mir über Kroak sagen? Ich war noch sehr jung, als er zum Anführer von Ferans Kriegern bestimmt wurde. Bevor mein Vater umgekehrt wurde, erzählte er mir, dass Kroax immer schon versucht hat, sich andere untertan zu machen und Macht über sie auszuüben. Wie sind er und Feran zusammengekommen? Nachdem Feran in Shamasar angekommen war, traf er sich einige Male mit Kassar.
Jeder wusste, dass sie ständig heftig miteinander diskutierten. Groax erkannte seine Chance, sich mit Feran zusammenzutun, und gemeinsam begannen sie, ihre Macht über die Schwachen auszubauen. Sag mal, Zokrim, was hat es mit diesem Dampfsack auf sich, das du mir gegeben hast? Es gehört dir. Ein Gamsaf ist ein sehr besonderer Gegenstand auf Adelpha. Es gibt nur sehr wenige davon. Schön, na klasse, aber wozu ist es gut? Wenn du es in deine Hand nimmst und drückst, leuchtet es auf und ein Ton erklingt. Wenn sich das Gamsaf vollständig mit Energie aufgeladen hat, erzeugt es einen hellen Blitz, der dein Phantasma retten kann, wenn du umgekehrt werden solltest. Oh, das ist ja toll. Achte aber darauf, dass du es nicht in der Nähe der Krieger benutzt. Sie würden es hören und angerannt kommen. Die Funktion deines Gansaf wird übrigens gestört, wenn es anderen Energieströmen ausgesetzt ist. Dann musst du wieder von vorn beginnen. Wie oft kann ich es benutzen? Ich glaube unbegrenzt, Ulukai. Was weißt du über Shamazar? Das ist die Region, in die das Naoka in unserem Lager führt. Es gibt dort viele Tempel. Und viele Talaner in dieser Region werden gezwungen, Nahrung für Ferans Krieger anzubauen. Also, wie komme ich von hier weg? Hast du Jans Prüfungen bestanden, Ulukai? Nein, noch nicht. Ich denke, du wirst seine Hilfe sehr zu schätzen wissen. Komm bitte wieder zu mir, wenn du sie gemeistert hast. Entschuldigung, Kumpel. Bist du Jan? Ja, Ulukai. Ich bin froh, dass es dir besser geht. Danke. Dein Vater sagte, du könntest mir helfen, wieder in die Gänge zu kommen. In die was? Vergiss es. Ich könnte ein bisschen Training gebrauchen. Kannst du mir dabei helfen? Das kann ich, Ulukai. Wir führen hier 4 Prüfungen durch, um die anderen Wächter zu trainieren. Wenn du willst, kann ich sie mit dir machen. Gern. Dann hast du die Wahl zwischen unseren Prüfungen des Springens, Schwimmens, Zielens oder Heranschleichens. Lass uns diese Prüfung des Springens probieren. Folge mir, Ulukai. Ich werde dich an einen Ort bringen, wo wir die Fähigkeit des Springens prüfen können. Und was jetzt? Auf der anderen Seite des Wassers kannst du Stufen sehen, die zum Gipfel der Felsen führen. Spring dort hinüber und hol dir deine Belohnung. Nur wer ein starkes Phantasma besitzt, schafft diesen Sprung. Mal sehen, ob dieses Funkgerät funktioniert. Slate an alle! Slate an alle! Kann mich jemand hören? Verdammt! Leute, schaltet eure Empfänger ein! Sei vorsichtig, wenn du herunterkommst, Ulukai. Gelände wird gescannt.
Entschuldigung, Kumpel. Wie funktioniert diese Prüfung des Ziels? Wir haben einige Gefäße aufgestellt, um die Schießkünste der neuen Wächter zu prüfen. Auch wenn mein Vater unklugerweise Kasars Lehren der Gewaltlosigkeit befolgt, müssen wir dennoch lernen, mit unseren Verteidigungswaffen umgehen zu können. Ich werde es dir zeigen. Worum geht es dabei? Hierbei musst du diese Gefäße zerbrechen. Sie könnten einige Gegenstände enthalten. Versuche, sie alle kaputt zu machen. Du zielst gut. Du zielst gut. Erzähl mir von der Prüfung des Schwimmens. Wir prüfen die Fähigkeit aller Wächter, in den Gewässern von Adelpha zu tauchen. Das ist nützlich, wenn wir Gegenstände oder uns selbst vor Kroax-Kriegern verstecken wollen. Folge mir und ich werde dir diese Prüfung erklären. Dass ich da drin schwimme. Da friere ich mir meine sonst was an. Dieses Gewässer ist sehr kalt, aber es sind darin Gegenstände verborgen, die dir nützlich sein können. Schwimme zum Grund, um die besten zu finden, aber achte darauf, dass du dein Phantasma schützt. Was ist die Prüfung des Heranschlagens? Oh, das ist unsere schwierigste Prüfung. Da mein Vater angeordnet hat, dass wir Kasars Lehren der Gewaltlosigkeit befolgen, müssen wir versuchen, uns an die Orte heranzuschleichen, zu denen wir gelangen wollen, ohne von den Kriegern bemerkt zu werden. Es geht auch nichts über ein kleines Anschleichmanöver. Spart Munition. Wenn du meinst, Ulukai, ich würde lieber kämpfen. Aber mein Vater verbietet es und deshalb üben wir Gegenstände zu holen, ohne gesehen zu werden. Folge mir und ich werde dir die Regeln erklären.
Wie funktioniert das? Ulukai, du hast nun eine unserer schwierigsten Prüfungen vor dir. Stell dich in den quadratischen Bereich. Wenn ich bis drei gezählt habe, musst du versuchen, die Früchte zu holen, die ich auf den Boden lege. Hört sich einfach an. Ist es aber nicht, Ulukai. Wenn du das Quadrat verlässt, bevor ich bis drei gezählt habe, zähle ich noch einmal. Sollte ich dich sehen, werde ich es dir sagen. Du musst dann zu mir kommen und wir fangen von vorne an. Na dann mal los. Geh in den quadratischen Bereich und wir werden beginnen. Warte bitte, bis ich gezählt habe. Eins, zwei, drei. Ich hab dich gesehen, Ulukai. Komm her und sprich mit mir. Sag, kannst du mir etwas mehr über deinen Vater erzählen? Er ist ein mächtiger Stammesführer. Und wenn die Dinge in Adelpha anders lägen, wäre er der Herr aller Dodo-Talwächter. Aber so müssen wir uns diesen Mond verstecken oder uns den umkehrenden Flammen von Ferran stellen. Er zieht die Leute auf seine Seite, indem er sie verbrennt? Ja, Ulukai. Seltsame Rekrutierungsmethoden. Und wie schlägt dein Vater zurück? Wir kämpfen nie, auch wenn die meisten von uns es gerne würden. Ich glaube langsam, dass das Phantasma meines Vaters schwächer wird. Ich kann seine Predigten von Khazar und Frieden nicht mehr hören. Mehr als alles andere will ich selbst Ferran umkehren für all das, was er getan hat. Hey, jetzt beruhige dich erstmal wieder, Jan. Ich bin sicher, dein Vater weiß, was er tut. Das werden wir ja bald sehen. Willst du es nochmal versuchen? Ich vermute, du bist noch immer von deinen Reisen geschwächt. Lass es uns noch einmal versuchen. Sobald ich drei sage, musst du die Frucht holen. Du hast es geschafft. Ich konnte dich nicht sehen. Also, habe ich bestanden? Ja, Ulukai. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass du unsere Prüfungen meistern würdest. Es war mir eine Ehre, dir dabei helfen zu dürfen, wieder in die Gänge zu kommen. Ich hoffe, dass wir jetzt auch nützliche Kampftechniken von dir lernen können. Dein Vater wäre darüber bestimmt nicht sehr erfreut. Mein Vater will nicht sehen, was um ihn herum geschieht. Er spricht von den alten Monden der Wächter und von der Ehre, die einst mit ihrem Namen verbunden war. Nie sieht er, dass nur noch wenige übrig sind, die so denken wie er. Mach dir keine Sorgen, Jan.
Ich habe bisher noch niemals bei einer Mission versagt. Mögen die Jods auf deinen Reisen mit dir sein, Ulukai. Mein Vater wird froh sein zu hören, dass du bereit bist. Danke. Oh ja, das hätte ich fast vergessen. Du wirst das hier brauchen. Hey, das ist ein EVD. Wo hast du das her? Dieses und viele andere heilige Gegenstände sind überall auf Adelpha verstreut, Ulukai. Als sie gefunden wurden, glaubten viele, es seien Gegenstände der Jods. Sei gegrüßt, wie geht's? Großer Ulukai, ich sehe, es geht dir wieder besser. Naja, es könnte schlechter sein, wenn ich mir das kaum vorstellen kann. Wenn du willst, kann ich dir ein paar Informationen über die Shamas oder die Region Shamasar geben. Was kannst du mir über die Shamas sagen?
Früher gab es viel mehr von ihm, wie auch von uns Wächtern. Aber seit Feran und Kroax die Herrschaft über Adelpha übernommen haben, sind sehr viele von ihnen verschwunden. Du meinst, Feran hat sie getötet? Genau das befürchten die meisten Ulukai. Feran hat den Shamas verboten, die Lehren der anderen Jods und des Propheten Khazar zu verbreiten. Wer sich dem widersetzt, verschwindet. Wir selbst haben ebenfalls versucht, die Lehren des Khazar und der Jods weiterzugeben. Aber auch wir verlieren jeden Mond mehr Wächter. Ich fürchte, dass eines nicht mehr allzu fernen Mondes keiner von uns mehr übrig sein wird. Warum lässt Feran einige der Shamas am Leben? Er wird immer auf die Shamas angewiesen sein. Der Phandasma verleiht ihnen die Gabe zu heilen. Und Kroax zwingt sie, seine Krieger zu heilen, damit sie noch härter für ihn arbeiten können. Es gab einmal eine Zeit, in der kein Shamas Feran geholfen hat. Als er aber immer mehr von ihnen umkehrte, bis nur noch wenige Shamas übrig waren, entschlossen sie sich, am Leben zu bleiben und sich Ferans Bedingungen zu fügen, um zumindest ihre Lehren weitergeben zu können. Soll das bedeuten, sie sind jetzt auf seiner Seite? Nein, Ulukai. Du solltest die Loyalität eines Shamas nie in Frage stellen. Alle werden sich freuen, dich zu sehen und dir nach Kräften helfen. Khazar hat es so bestimmt. Und die Shamas gehorchen. Der einzige Grund, warum du einen Shamas jemals fürchten müsstest, ist... Ist was? Verzeih mir, Ulukai, aber Khazar hat ihnen aufgetragen, dir nicht zu helfen, falls sich herausstellen sollte, dass dein Phandasma böse ist. Aber ich bin sicher, das wird nicht passieren. Was kannst du mir über Shamasar sagen? Überall in dieser Region gibt es große Tempel. Sie dienen dazu, den Jods der Phandasmen unsere Ehre zu erweisen. Dieser Monde dürfen aber nur wenige dorthin reisen. Opferschalen unterhalb der Reliquien oben auf den Tempeln bleiben leer. Warum könnt ihr nicht dorthin reisen? Feran hat fast alle Möglichkeiten unterbunden, die anderen Jods zu verehren. Jetzt ist sein Jod der Jod Fee, der einzige, dem wir alle unsere Ehre erweisen können. Die anderen drei Jods können wir nur im Geheimen verehren. Allein die Shamas dürfen öfter zu diesen Tempeln reisen, aber selbst sie dürfen ihre begrenzte Zeit dort verbringen. Was kannst du mir sonst noch über Shamasar erzählen? Die Regenfälle in letzter Zeit haben das Erdreich in einigen Teilen der Region sehr gefährlich gemacht. Du solltest in den Bereichen dunkler Erde sehr vorsichtig sein. Und auch die Gewässer von Shamasar bergen Gefahren. In den Gewässern hinter dem Tempel soll es sogar eine große gefährliche Bestie geben. Aber ich weiß nicht, was für eine. Hallo. Ah, endlich weißt du unter uns. Die Jods mögen gepriesen sein. Danke. Möchtest du etwas über die Regionen Talansar oder Mutasar erfahren? Was kannst du mir über Mutasar sagen? Diese Region ist eine Wüstengegend, genau wie Talansar. Noch vor nur ein paar tausend Monden war Mutasar mit seinen großen Bäumen und den vielen Tieren ein herrlicher Ort. Aber jetzt stirbt das Land mit jedem Mond ein bisschen mehr. Nur die zähesten und hinterhältigsten Tiere und Pflanzen leben jetzt noch dort. Wie ist das denn passiert? Feran lässt dort ein Mineral abbauen, aus dem Waffen für die Krieger angefertigt wurden. Je mehr dieses Mineral dem Erdreich entzogen wird, desto mehr stirbt die Landschaft. Die Shamas glauben, dass das Mineral die Verbindung zwischen den Jods und Adelpha ist. Aber ich weiß es nicht so genau. Was ist das für ein Mineral? Dazu musst du einen anderen Talaner als mich befragen, Ulukai. Ich bin gerade erst ein Wächter geworden und stehe noch am Anfang meiner Ausbildung. Im Moment lerne ich selbst erst etwas über Mutasar. Was hat man dir denn noch so beigebracht? Mutasar liefert all die Mineralien an Feran. Ich erinnere mich an etwas über einen großen Bruch im Boden, der die Region in zwei Hälften aufspaltet. Und große Löcher, die von den alten Minen herrühren. An viel mehr kann ich mich nicht erinnern.
erzähl mir etwas über Talansar. Talansar war früher eine wunderschöne, lebendige Region. Jetzt ist es Ödland. Viele sagen, dass die Jods es verwandelt hätten, weil sie wussten, dass es die Heimat von Feran ist. Auf diese Weise sollen sie versucht haben, ihn umzukehren. Aber ich glaube das nicht so recht. Feran hält sich immer dort auf? Die meiste Zeit schon, ja. Er hat dort im Zentrum der Stadt Okreana, der einzigen Stadt in Talansar, einen großen Palast errichtet. Fast alle Regionen auf Adelpha beliefern Talansar, denn dort leben die besten von Kroaks Kriegern. Hört sich wie ein geschäftiger Ort an. Das ist es. Es leben viele Talaner dort, die versuchen, dem Zorn von Feran und Kroaks so gut es geht zu entgehen. Du solltest diese Region nicht besuchen, wenn du nicht gut vorbereitet bist. Überall in Okreana trifft man auf Krieger. Solltest du jemals dorthin kommen, wirst du feststellen, dass du ihnen am besten aus dem Weg gehen kannst, wenn du dich von der Hauptstraße fernhältst. Entschuldigung, Kumpel. Hallo. Sei gegrüßt, Ulukai. Ich bin gerade aus Okasankar zurückgekehrt und freue mich zu sehen, dass es dir gut geht. Woher? Aus der Region Okasankar. Ich war dort, weil ich Okar, die Region, in der wir dich gefunden haben, als letzter Wächter verließ. Es war meine Aufgabe, alle Spuren zu beseitigen, die die Krieger zu uns führen könnten. Erzähl mir etwas über dieses Okasankar. In dieser Region gibt es sehr viel Wasser. Die Stadt Cyana wurde um einen Berg herum gebaut, der hoch über das Wasser hinausragt. Viele sagen, in der Region habe es vor zahllosen Monaten überwiegend Berge gegeben, aber die Jods seien wütend geworden und hätten sie mit Wasser aufgefüllt, um die Altehrwürdigen von dort zu vertreiben. Die Altehrwürdigen? Es gibt viele Geschichten über sie und sie sind alle verschieden. Seither sind so viele Monde vergangen, dass kein Talaner mehr weiß, ob sie wirklich existiert haben. Was kannst du mir über sie sagen? Der bekanntesten Geschichte nach hat es am Anfang zwei Rassen gegeben, die Talaner und die Altehrwürdigen. Die Jods haben beide Rassen dabei beobachtet, wie sie ihr Leben auf Adelpha gestalteten. Als die Jods sahen, dass die Altehrwürdigen Adelpha Schaden zufügten, handelten sie schnell, um Adelpha von ihnen zu befreien. In ihrer Wut kehrten sie auch viele Talaner um. Aber ein paar, die überlebt hatten, redeten mit den Jods und versprachen ihnen, dass sie Adelpha niemals wieder schaden würden. Und du glaubst diese Geschichte nicht? Ich weiß nicht, Ulukai. An manchen Monden nicht. Aber dann denke ich über die Daukas und andere Gegenstände nach, von denen kein Talaner weiß, wie sie nach Adelpha gelangt sind, und ich bin mir nicht mehr so sicher. Was kannst du mir über diese Okar-Region erzählen? Das ist die Region, in der wir dich gefunden haben, Ulukai. Khazar hatte prophezeit, dass du in dieser Region ankommen würdest. Und viele Monde lang haben wir uns zwischen den Bäumen versteckt, um Kroaks Kriegern aus dem Weg zu gehen. Wir hatten schon alle Hoffnungen aufgegeben, als wir plötzlich das helle Licht deiner Ankunft erblickten. Und was geschah dann? Du bist in der Nähe einer Gruppe von Kriegern gelandet. Fast hatten sie dich entdeckt, als wir sie angriffen und schließlich vertrieben. Ihr habt sie angegriffen? Nur mit Betäubungsfallen und anderen harmloseren Mitteln. Wir kehren niemals andere Talaner um. Danach wurdest du in Sicherheit gebracht. Nur ich blieb zurück, um unsere Spuren zu beseitigen. Diese Region ist sehr gefährlich und voller Geheimnisse. Was für Geheimnisse? Man erzählt sich, die Ruinen in dieser Region seien Überbleibsel der Altehrwürdigen. Ich habe das immer angezweifelt, bis ich selbst dorthin kam, um deine Ankunft zu erwarten. Während der Monde, die wir uns dort versteckt hielten, sah ich etwas, wovon ich glaubte, dass es ein Daoka war. Allerdings ein sehr großes. Im oberen Teil befanden sich Symbole für einen Ort. Solche Symbole habe ich noch niemals zuvor an einem Daoka gesehen. Aber ob meine Vermutung stimmt, werde ich niemals erfahren. Warum nicht? Dieses Daoka war kaputt, wenn es überhaupt ein Daoka war. Meine Begleiter vermuteten, dass
sei eine Art Monument. Die meisten Talaner glauben nicht an die Geschichten mit den Altehrwürdigen, aber ich finde Gefallen an der Vorstellung, dass sie existiert haben sollen. Also, wie komme ich von hier weg? Hast du Jans Prüfung bestanden, Ulukai? Na klar. Er sagt, ich hätte glänzend abgeschnitten. Jetzt sollte ich mich aber auf den Weg machen. Wie du willst, Ulukai. Aber bevor du gehst, möchte ich dich an unsere Vereinbarung erinnern. Du findest die 5 Mons und wir werden versuchen, das zu finden, was du suchst. Das genügt mir fürs Erste. Aber es steht außer Frage, dass ich zuerst meine Mission erfülle, sobald ich diese Sonde finde. Verstanden? So soll es sein, Ulukai. Der Weg zum ersten Mon führt dich nach Shamasar, in die Region hinter dem Daoka in unserem Lager. Dort angekommen, solltest du Shamas Cap aufsuchen. Du findest ihn wahrscheinlich weit westlich des Daokas, durch das du in diese Region eintrittst. Klingt vielversprechend. In den anderen Regionen musst du ebenfalls jeweils einen Shamas aufsuchen. Sie sind die einzigen, die dir bei der Suche nach den Mons behilflich sein können. Also brauche ich mich nur an diese Leute zu wenden? Andere werden versuchen, mir zu helfen, Ulukai. Auch ein Kula könnte dir behilflich sein. Ich glaube, sie haben das Geheimnis deiner heiligen Gegenstände ergründet. Die Fühler? Ja, sie und alle anderen werden dir helfen. Ich hoffe nur, du kannst auch auf die Hilfe der Stammesführer zählen. Stammesführer wovon? Der vielen Regionen, in denen Rohstoffe für die Krieger von Feran und Kroax abgebaut werden. Ich habe mit einigen von ihnen gesprochen, aber sie weigern sich, die Arbeit für Feran einzustellen. Tun sie es denn gerne? Nein, Ulukai. Sie fürchten sich einfach vor seiner Rache. Oder sie sind zu dumm, um zu verstehen, was wir damit bezwecken wollen. Tja, wenn ich die Zeit dafür finde, werde ich mal sehen, was ich da tun kann. Ich weiß, dass du sie zur Vernunft bringen kannst. Du trägst das Symbol des Ulukai. Und alle werden wissen, dass deine Worte von großer Bedeutung sind. Also das bedeutet es. Ich dachte schon, einer eurer Leute hätte mich mit einer Leinwand verwechselt. Sei auf der Hut, Ulukai. Jetzt, da deine Existenz bekannt ist, wurden viele Krieger ausgesandt. Du solltest dich vom Fee-Tempel im Zentrum von Shamasar fernhalten, denn dort gibt es sehr viele von ihnen. Bleib im südlichen Teil von Shamasar. Danke für den Hinweis. Du solltest auch wissen, dass dich die Wächter beobachten werden. Wenn du die Prophezeiung des Ulukai erfüllst, werden wir dir helfen. Aber wenn du es nicht tust, wirst du unseren ganzen Zorn erfahren. Alle Talaner werden über deine Taten informiert sein und dich so behandeln, wie du sie behandelst. Und du solltest nicht vergessen, dass ich die anderen und diese Sonde finden muss. Dann werden wir prima miteinander auskommen. Gut, ich werde jetzt das Daoka für dich aktivieren. Mögen die Jods mit dir sein, Ulukai. Thank you.
Was ist ein Fühler? Sie stellen die Waffen für Feran her. Aber du solltest deshalb nicht schlecht von ihnen denken, Ulukai. Sie tun es nicht freiwillig. Warum sollte ich sie aufsuchen? Ich weiß, dass sie deine heiligen Gegenstände untersucht haben. Deshalb können sie dir wahrscheinlich helfen, wenn du mehr davon brauchst. Was kannst du mir über die Stammesführer sagen? Es sind die Talaner, die dafür sorgen müssen, dass Feran bekommt, was er will. Seine Steuerzahlungen oder Nahrungsmittel. Was immer er für die Versorgung seiner Krieger braucht. Und du konntest sie nicht davon überzeugen, die Lieferungen einzustellen? Nein, sie wissen, wie wütend Feran werden und welchen Schrecken er über uns bringen kann, wenn sich ein Talaner seinem Willen widersetzt. Wir Wächter tun, was wir können. Wir greifen die Liefertransporte und Lagerhäuser an. Aber das ist nicht genug, um die Krieger zu schwächen. Vielleicht kannst du sie überzeugen, Ulukai. Weißt du vielleicht auch wie? Die Stammesführer werden auf dich hören, sobald alle Talaner der jeweiligen Region überzeugt sind, dass du der wahre Ulukai bist. Du wirst mit ihnen reden müssen, um herauszufinden, warum sie unseren Kampf gegen Feran nicht unterstützen.